Bilder einer Ausstellung. Bilder seiner Ausstellung. Wolfgang Mayer alias Art Kowalski in einer großen Salzburger Galerie. Hier sind einige seiner Werke zu erstehen. Er hat es geschafft, mit Kunst Geld zu verdienen, auch wenn er nach wie vor versucht, es eher als Hobby zu sehen. Es ist schon so, dass ich nicht alles auf eine Karte setzen möchte und nur Kunst machen, weil das habe ich mit Fußball gemerkt, dass halt, es ist dann ab einem gewissen Punkt halt einfach ein Job und hat nichts mehr wirklich mit nur Spaß zu tun. Und insofern halte ich mir die Kunst gern als Hobby quasi, das irrsinnig gut geht und was voll okay ist und der Weg stimmt. Die Kunst von Art Kowalski. Popkultur mit Anspruch, Haltung und Meinung, die Themen, die ihn inspirieren. Also ich verarbeite eigentlich alles, was mich beschäftigt. Das kann dann mal sein, dass das Ikonen aus Film, Musik und sonst was sein oder auch ein bisschen gesellschaftskritische Themen. Mit den Lenin, was wir gesehen haben, schon so, dass ich halt finde, dass jeder seinen Weg finden sollte und jeder für sich dann auch Entscheidungen trifft, wo man auch dazu stehen muss, ganz klar. Sollte man auch begründen können, aber halt eben nicht nur stur irgendwas nachläuft. Wolfgang Mayer schaut auf eine erfolgreiche Karriere als Fußballer zurück. Dreimal wird er mit Innsbruck österreichischer Meister, spielt für Red Bull Salzburg, absolviert insgesamt fast 250 Spiele in der höchsten Spielklasse. Eine Trainerkarriere, dennoch für ihn höchstens Plan C. Es ist schon so, dass ich überlegt habe, in dem Bereich zu arbeiten und mit der alten A-Lizenz könnte ich auch theoretisch, also zweite Liga jetzt auch alles übernehmen quasi. Aber es ist halt sehr aufwendig und es ist sehr vereinnahmend. Und das ist halt was ich zurzeit nicht so einen Aufwand betreiben möchte, um das gescheit zu machen und dann ist es besser, man macht es nicht. Der Marktwert seiner Bilder hat sich in den vergangenen Jahren bereits ziemlich gesteigert. Seine Unikate werden um rund 10.000 Euro pro Stück verkauft. Die Malerei mittlerweile lukrativ. Haupteinnahmequelle bleibt aber vorerst sein eigenes Grafikbüro. Mein Ziel wäre Einzelausstellung, eine gescheite. Aber das passt alles. Nur die Grafik ist mein Grundbrot halt quasi. Also das ist schon wichtig und möchte ich mir auch halten. Wolfgang Mayer, der ehemalige Fußballer als Künstler. Es ist ein wirklich außergewöhnlicher Weg, den er nach seiner Karriere eingeschlagen hat.